Oh. Ein Ex-Mensch. Wieder so ein nerviges Vieh, ey. Sicherheitshalber lieber ihn. Ja, wenn er Hieb macht, ist es immer gut, weil da kann ich ausweichen und mich mehr heilen. Schwingen ist auch kein Problem. Weil Schwingen geht nur auf meinen Tank. So, ein Schlüssel und mehr Beweglichkeit und mehr Rüstung. Das ist nicht schlecht für Hagrim. Boah, und jetzt bin ich richtig überladen. Okay. Jetzt ist es besser. Aber machen wir es mal hier hinten fertig. Da würde es weitergehen. Hier würde es noch weitergehen. Wobei, ist das eine Sackgasse? Nein. Großer Mana-Trank. Ah ja, die großen. Also hier geht's da lang gut. Hier bin ich wieder in dem Raum, wo ich gegen die Viecher gekämpft habe. Ich höre hier was laufen auf jeden Fall. Noch ein Echsenmensch, okay. Und Orks. So, erstmal die Orks locken. Ach, Mist. Danke für das Donnerkrachen. Dann können wir jetzt... Hör einfach nicht auf mit dem Donnerkrachen, okay? Ach, das war ein verstümmelter Hieb. Das ist nicht so gut. Ah, eins so. Zurück. Bitte sterben.
wir nicht wirklich. Okay, da ist noch ein Echsenmensch gewesen. Das habe ich gesehen. Was ist aber hier? Grunzer. Okay, hier sind noch auch Grunzer. Hier können wir nicht weiter. Da ist der Echsen. Das Echsenviech. Okay. Au. Bisschen mehr Heilung ist immer gut. Vor allem gegen so einen Gegner. So, bei dem Hieb gehen wir zurück. So, jetzt stirb bitte. Danke. Noch ein Schild. Hm. Willenskraft macht das Blocken hoch. Beweglichkeit macht das Ausweichen und die kritische Chance hoch. Ah ne, mehr Ausdauer wäre wirklich praktischer. Okay, jetzt haben wir auch das hier aufgedeckt. Also erkundet. Und kommen bei beiden, in beiden Fällen hier hin, wo die Orks da hinten sind. Also ja, hier. Aber wo geht's da hin? Das habe ich noch nicht geguckt. Da waren wir schon. Eine Sackgasse ist immer verdächtig. Ja. Der ist genommen. Der ist sowas von genommen. Okay. Mehr Stärke und ein gutes Stück mehr Rüstung für unseren Tank ist immer gut. So, hier ist unser Ausgangspunkt, wo wir gegen die Trolle gekämpft haben. Da interessiert mich jetzt der Gang hier. Unser, okay. So, weg mit dem letzten.
Okay. Großer Heiltrank. Ah, verwinkelt. Ja, verwinkelt, aber es kommt mir bekannt vor. Ja. Gut, Trollgang. Mhm. Sackgasse, da war der Heiltrank versteckt, ja. Ah. Schlüssellöcher. Hm. Die habe ich erstmal übersehen gehabt. Oh Gott, Radkindschützen. Ei. Oh, und das scheint dann nicht periodische Zauber zu sein, hä? Okay, der Feuerball, Verseng ist einer. Bei dem habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Weil ich habe gesehen, wie kleine blaue Plusse von ihm aufgestiegen sind. Oh. Der Reif ist nicht wirklich für was gut. Was sagt eigentlich unser aktuelles Rätsel? Wirf mich in einen Käfig, der weit, weit nach unten geht. Okay. Ach du meine Güte. Dieser Raum hier ist so dunkel, ey. Und ich bin ziemlich im Offenen. Das ist nicht so schön, aber... Solange die da hinten nicht mitmachen wollen, ist es mir gerade egal. So, jetzt noch du weg. Dass wir jetzt wieder eine ganze Truppe schützen und da läuft noch eine Truppe Schützen herum. Ja, genau, wenn das passiert, ist es blöd. Solange es nur T
die da sind, ist es mir egal. Die Fackel, ich nehme gerne ab. Okay, wenn es aber so viele sind, dann ist es nicht so schön. Okay, ich ziehe mich mal zurück. Da sollten mir nur die zwei Schamanen folgen. Die sollte ich eigentlich noch tot kriegen. Okay. Nicht wirklich, auch wenn es mehr Stärke bringt, aber es nimmt zu viel andere Sachen weg. So, mein Team ist einigermaßen voll geheilt. So. Mist, da haben sie, dass die Viecher auch unterbrechen können. Das ist richtig ätzend nervig. Dann kriegen sie halt mehr Feuerbälle um die Ohren. Danke. Gut, wir sind auf der anderen Seite von dieser Lava-Hölle angekommen. Ja, okay, das erkenne ich. Das soll wieder bedeuten, das hier lässt sich von der anderen Seite öffnen. Jetzt müsste ich, glaube ich, über den Räumen sein, wo ich die Aufnahmesession gestartet habe. Denke ich jedenfalls mal. So, macht Damage, macht Damage. Heilt. Macht's einfach tot. Au. Nicht wirklich. Radkin Kriegsherr, okay. Großer Hasstrank. Auch okay.
Der andere Weg ist eine Sackgasse. Oh, wir sind noch nicht voll geheilt. Egal. Das kriegen wir auch irgendwie hin. Nein, du heilst nicht.